Das heißt, in dem Schwierigkeitsgrad jetzt eigentlich nicht mehr im Dunkeln loslaufen, sondern nur noch bei Tag. Und die nicht mehr absolut haushalten. Wie viel hätte das jetzt noch gehabt, das Ding? 3 nur noch. So. Okay, machen wir ein bisschen Altholz rein. Das hört sich aber nicht schön an da draußen. Okay, dann ist es zumindest warm. Und Fackel aus. Das kennen wir schon hier an der Stelle. So. Ja, Mensch, und das ist hell. Ich glaube, ich steige noch ab bis zum Fischerdorf und schlafe dann erstmal eine Runde. Sounds, ja. Das ist ein richtiger Sturm, ey. Super. Erstmal rein hier. Ja, jetzt muss ich langsam auch schon wieder aufpassen, weil was haben wir jetzt? Ja gut, hier ist Tag 2, ja, aber nur weil der erste Tag ewig lange ging. Das haben sie jetzt einen Tag gezählt, weil es nicht hell wurde. 44.000 Kalorien. Okay. Ja, eigentlich schade, wenn ich jetzt die Suppe aufmache und da so viel verschütte, aber die anderen Sachen, das ist auch relativ schade. Ja, aber ich muss hochkommen, also ich esse jetzt den hier. In der Mangelung von anderen Optionen. Und dann würde ich nämlich rübergehen zu der Hütte und da erstmal
paar Sachen ablegen, ja. Das habe ich auch nicht mit. Das heißt, da muss auch noch in der Tankstelle muss auch noch Leder und sowas liegen. Wahrscheinlich. Na gut, bringt ja jetzt eh nichts. Ja, jetzt sitze Bonus, ja. Okay. Wahrscheinlich ist es dann wahrscheinlich genau dunkel, ja. Ungünstiges Timing. Wasser hat er auch nicht mehr. Oha. I could eat anything right now. Aber 100% Kondition. Ja, dann gehen wir da zum Zwischenlager. Vielleicht ist das auch dann später mein Lager fürs Endgame, wenn ich die Werkbank nicht mehr so oft brauche. Dass ich jetzt zum Trapperhaus gehe und mir, also nachdem ich Axt und Messer gemacht habe, natürlich mir da meine Fellsachen und ein paar Vorräte in Form von Fleisch anheimse und dann nur das Nötigste mitnehme. Wenn ich dann alles habe und gut ausgerüstet bin und viele Vorräte und dann langsam lebensmüde werde, dann kann ich zum Wolfsberg weiterziehen. Wenn es so weit überhaupt kommt. Oh, was für ein Farbwechsel. Can't feel my feet. Kaputt. Shit. I'm weak. Kann ich das kaputte Kaninchenfleisch noch braten?
Hey. Wir probieren es einfach mal. I would think anything for a drink right now. Hey, das geht sogar. Okay. Witzig. Das muss aber ein Bug sein, wa? Ich habe gut gehabt, dass ich hier windgeschützt aufgebaut habe, das sehe ich jetzt aber erst. Okay, erstmal ein Liter. Wenn ich so viel Kondition verliere. Fällt gerade ein, ich habe ja drunter noch Wasser stehen. Ja. Naja, gut. Für das Kaninchenfleisch war es nicht schlecht. Okay. Gut, der Nachteil, du siehst hier gar nichts drin. Das ist halt echt doof. Noch 3 Stunden Dunkelheit. Never been so hungry in my life. Der so viel Durst in so kurzer Zeit kriegt. Ist ja Wahnsinn. Sehr eigenartig. Okay. Die ganzen Bücher natürlich auch. Stoff müssen wir euch mitnehmen, siehst du. Leder, das eine können wir auch ruhig drin lassen. Das legen wir ab. Mütze lassen wir hier. Das nehmen wir mal lieber mit, aber da können wir Zähne von weglegen. Ja, und hier die ganzen
Obwohl, die wiegen ja nicht viel. Komm, die nehmen wir mit. Genauso wie die Kohle, die bräuchten wir auch. Vielleicht nochmal zwei Bücher. Okay. Und hier sind doch Konserven. Die nehmen wir mit. Die lassen wir mal noch hier. Das lasse ich jetzt auch einfach so liegen alles. Obwohl ja fast jetzt wieder die Sache. Wir machen das mal so. Die esse ich jetzt. Wenn ich vergiftet, dass ich nicht dran. Gut. Dann schlafe ich jetzt nochmal eine Runde, weil dann ist es ein bisschen wärmer draußen. Wahrscheinlich zumindest. Einfach 2 Stunden, genau. Dieser Wind. Grad. Na klar. Oh, da sitzt er auch noch. Den habe ich natürlich nie gesehen. Irgendwie reingerannt. Ach, scheiße, ich habe vergessen, Stoff mitzunehmen. Ja, wieder zurück. So hungry. Das ist ja dämlich, vor allem bei diesem Kalorienmangel. Wenn ich mir was verbraucht. Ja. Can't feel my hands. Ja, klar. Nur den Dummstoff vergessen und gleich wieder 3 Konditionspunkte verloren. Und durchgefroren kommt er auch noch nach Hause. Das ist bitter. 4. Okay, 5 Punkte verloren. Ja. Dann essen wir doch mal eine Runde Schweinefleisch mit Bohnen. Es wird ganz schön eng, weil ich muss ja dann noch, wenn ich Messer und Axt habe, mir Essen beschaffen. Den habe ich auch noch. Okay. Okay, das nehmen wir ab.
Das nehmen wir auch ab. Und da haben wir den ganzen Stoff. Das ist in Ordnung. So viel wiegt es auch nicht. Ja, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist was essen und nochmal schlafen. Okay. Ach, das gibt's doch gar nicht. Nicht bei 100% und jetzt geht auch noch der Sturm wieder los. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich guck mal kurz raus. Das ist natürlich ein weites Stück Weg zu laufen. Ohne Haus. Ach du Scheiße. Naja. Da brauchst du ja auch nicht unternehmen. Ja, gut, was lesen wir denn mal? Die Wildnisküche. Was können wir denn nochmal machen mit unserer ganzen Zeit, die wir jetzt haben? Das lohnt nicht. Ich kann hier mal sparen. Also vor morgen früh brauche ich nicht loslaufen. Das ist eigentlich schon mal Fakt. Ich könnte noch ein bisschen forschen, aber da müsste ich wieder was essen für. Das ist doof, dass ich die immer aufschlagen muss. Oder einfach den Riegel hier essen. Es nützt ja nichts. Dann kann ich die Zeit wenigstens halbwegs sinnvoll nutzen. Eigentlich völlig überflüssig, dieses Buch. Will ich ja eh kein Gewehr hier finden. Schaffe ich noch eine Stunde? Oh ja.
Auch eine Stunde? Cool. Oh, der trinkt echt wahnsinnig viel. So, komplett erholt, schön voll. Der Sturm hört auch auf, aber leider ist es mitten in der Nacht. Was auch wieder doof ist, gerade jetzt, wenn es mit den Lichtquellen so viel abzieht. Stunden Dunkelheit. Also seine 4 Liter am Tag trinkt er weg. Das schafft er. Okay, das reicht mir. Können wir noch mal eine Stunde forschen jetzt mit dem Licht? So. Jetzt ziehen wir aber wirklich los. Buch lassen wir hier. Wasser nehmen wir auch nochmal mit. Bei dem seinem Wasserverbrauch. Zack, den kann er noch essen, den letzten Rest hier. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber bei der nächsten Folge. Und dann geht's auf weiter zum trostlosen Ort, zur Rügen. Bis dann, ciao.